Die roten Punkte an meiner Hand waren mir schon vorher aufgefallen. Interessiert hatten sie mich jedoch nie. Was sollten sie auch zu bedeuten haben? So ist Haut nun mal, dachte ich mir. Als ich jedoch ein paar Tage später beim Basketballtraining kaum noch Luft bekam und mir schwarz vor Augen wurde, war mir klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Das zweite Mal beim Training, als ich gerade den Korb mit meinen Augen fixierte, spürte ich eine Atemnot, welche sich das ganze Training überzog. Es fühlte sich furchtbar an, wie ein Block in meinem Hals. Ich fing an zu keuchen und plötzlich wurde alles schwarz. Ich war in Ohnmacht gefallen. Das nächste, was ich sah, war das Gesicht meines Trainers, welches besorgt aussah. Alles in Ordnung, Nick? Fragte er mich und ich bejahte. Mein Trainer schickte mich daraufhin zum Arzt. Dieser sollte bald mein zweites Zuhause sein. Er führte wochenlang Tests mit mir durch und nach jedem Test wurde er etwas stiller. Bis zu dem Tag, als ich mit meiner Mutter an seinem Tisch saß und auf die Diagnose wartete. Der Arzt betrat den Raum und zeigte uns die Testergebnisse und teilte uns die Diagnose mit. Leukämie. Ich wusste nicht, wie ich mich fühlen sollte. Leere. Das beschrieb es ganz gut, dachte ich. Auf dem Rückweg wechselte ich kein Wort mit meiner Mutter, sah jedoch, wie angespannt sie war. Als wir ankamen, ging ich wortlos in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Die Worte des Arztes hallten in meinem Kopf wieder. Ich schaute mich in meinem Zimmer um. Meinen Basketball würde ich in Zukunft wohl nicht mehr brauchen. Ich nahm ihn und warf ihn in den Papierkorb auf der anderen Seite des Zimmers. Ich traf. Mich packte die Wut, als mir klar wurde, dass ich nie wieder Basketball spielen würde. Es kam mir vor, als würden die Poster in meinem Zimmer mich verspotten. Aus diesem Grund riss ich sie von der Wand. Die nächsten Wochen verließ ich mein Zimmer kaum. Ich dachte über die Geschehnisse der letzten Wochen nach und wie sinnlos mir das Leben doch erschien. Eines Nachmittags klopfte meine Mutter an meine immer noch verschlossene Tür. Ich öffnete und sie hielt mir einen Telefonhörer entgegen. Ich nahm ihn entgegen und meldete mich mit einem kurzen Hallo. Es war mein Trainer. Hallo, Nick. Ich hab von deiner Diagnose gehört und es tut mir und dem ganzen Team sehr leid. Nun wollte ich also fragen, ob du nicht Lust hättest, die U10 zu trainieren. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Einerseits hatte ich Lust. Andererseits war es nur ein Raum voller Menschen, welche einen falsch bemitleideten. Trotzdem sagte ich zu und eine Woche später befand ich mich wieder auf einem Spielfeld. Die Kinder sahen aus wie eine unkontrollierbare Meute, jedoch hatte ich Macht über sie. Es war beeindruckend zu sehen, dass ich doch noch etwas bewirken konnte. Es beeindruckte mich, dass die Erfolgserlebnisse der Kinder mich aufbauten. Für diese Kinder war ich nicht einfach nur der Kranke, sondern ihr Trainer. Sie nahmen mich als Einzige noch richtig als Persönlichkeit wahr. Dies wurde mir vor allen Dingen klar, als mir von der Chemo die Haare ausfielen und ich seltsame Blicke von fremden Menschen in der U-Bahn erntete. Jeder Gang nach draußen setzte mir mehr zu, da ich hier und da mitleidige Blicke von allen Seiten bekam. Die Kinder jede fragten nur einmal nach, und danach war das Thema für sie beendet. Als ich an einem weiteren Tag vom Training nach Hause kam, lag ein Brief auf dem Küchentisch. Er war von der DKMS.